Was für eine Zeit. Immer noch Corona. Hallo, ciao, ciao. Guten Tag. Moin, moin. Ui, Kathi, ich sehe es hier jetzt. Du bist ja ganz traurig. Was ist denn los? Hallo, Johnny. Hallo, Marie. Ach, ich bin einfach traurig. Aber es sind doch nur noch ein paar Tage, dann ist Weihnachten. Da freuen wir uns doch schon seit Wochen drauf. Ja, super leckeres Essen. Natürlich Geschenke. Überall köstlicher Duft. Tannenbaum und funkelnde Kerzen, überall. Plätzchen, Lebkuchen und Schokokugeln. Wunderschöne Weihnachtslieder. Gänsebraten. Du denkst auch nur ans Essen, Johnny, oder? Auf das Essen und die ganzen anderen Dinge freue ich mich ja auch. Aber trotzdem wird es nicht dasselbe Weihnachten werden. Eher Weihnachten mit vielen Tränen. Du meinst wegen der Masken? Die merke ich schon gar nicht mehr. Die stören nur beim Essen. Du und dein Essen. Ach, an die Masken habe ich mich schon gewöhnt. Aber Weihnachten ist doch das Fest der Liebe. Ich will die Menschen umarmen oder ihnen wenigstens die Hand schütteln. Wie hat dieses Jahr mit Corona die Welt verändert? Das finde ich auch doof. Ich habe mir vorgenommen, den Menschen anders zu zeigen, wie gern ich sie habe. Vielleicht mit leckeren, hygienisch einwandfrei gebackenen Plätzchen. Plätzchen? Ich war genauso traurig wie du, Kathi. Dann fingen aber unsere Krippenspielproben an. Da habe ich etwas entdeckt, was mich wieder froh gemacht hat. Erzähl! Es ging genau um den Satz, den du eben gesagt hast. Ein Jahr hat die Welt verändert. Ja, und wie? Der Satz ist aber auch an Weihnachten wichtig. Ein Jahr verändert die Welt. Ah, du meinst ein Jahr im Gegensatz zu Nein und nicht die Zeit ein Jahr. Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. Ganz zu Beginn der Weihnachtsgeschichte wurde Maria gesagt, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Ja, stimmt. Der Engel kommt zu Maria und verkündet ihr, dass sie ein Kind bekommt. Dann weißt du vielleicht auch noch, was sie antwortet. Ihr geschehe nach deinem Wort oder kurz Ja. Kapiert. Du meinst, dass Marias Ja zu Gott die Welt viel mehr verändert hat, als das Corona ja die Welt verändert hat. Genau. Gott ist Mensch geworden. Er sagt Ja zu uns. Ein Ja verändert die Welt. Seit 2000 Jahren freuen die Menschen sich, dass Jesus für uns geboren wurde. Auch wenn es gerade bescheiden ist. Gott ist mit uns. Und zur Feier des Ganzen essen wir gut zusammen. Lass die Botschaft von Weihnachten in dein Herz. Dabei helfen all die Sachen, auf die wir uns freuen. Auch Johnnys geliebtes Essen. Dann wird aus deinen Weihnachten wieder Weihnachten. Diese frohe Botschaft fängt in der heiligen Nacht am ersten Heiligabend an und davon erzählt das Krippenspiel. Dann schauen wir es uns an. Ein bisschen besser geht es mir jetzt schon. Und das wollen wir jetzt machen. Wir gucken, wie aus der dunklen Nacht eine helle und heilige Nacht wurde. Wir sind gute 9 Monate vor dem Jahr Null in Nazareth im Land Israel. Viele Menschen sehnen sich nach einem freien Leben. Die Menschen in Israel leiden unter der Herrschaft der Römer und hoffen darauf, dass der versprochene Retter der Welt endlich kommt. Dann ist es soweit. Die Geschichte Gottes mit den Menschen schlägt ein neues Kapitel auf. Hallo Maria, du auserwählte besondere Frau. Was? Wie ich? Auserwählt? Oh mein Gott, ich bin doch nur ein einfaches Mädchen. Auserwählt? Nein, das kann nicht sein. Das kann ich nicht. Fürchte dich nicht, Maria. Gott sieht voller Liebe auf dich. Du sollst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Er wird die Welt verändern und die Menschen retten. Aber wie soll das gehen? Josef und ich sind noch nicht verheiratet. Und er weiß ja noch nicht. Gott ist mit dir, Maria. Vertraue auf Gott. Für Gott ist nichts unmöglich. So eine große Entscheidung. Aber ich vertraue auf Gott. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin bereit, Gottes Sohn zur Welt zu bringen. Einige Zeit ist vergangen. Maria hat Josef von ihrem Auftrag und ihrem Ja erzählt. Josef, es ist so gut, dass ich dich habe. Du stehst so treu zu mir. Einfach traumhaft. Traumhaft, du hast recht.
Du hast mir doch neulich von deinem Engel erzählt. Und ich habe auch geträumt. Was hast du denn geträumt? Ein Engel kam zu mir und sprach mir Mut zu. Ich soll bei dir bleiben, Maria, und dich heiraten. Denn unser Kind wird Gottes Kind sein. Es soll Immanuel, Gott mit uns sein. Von Dorf zu Dorf, um den Menschen einen Befehl von Kaiser Augustus zu überbringen. Hör zu, Bewohner Nazareth, unser Kaiser in Rom hat uns etwas zu sagen. Ich habe einen Befehl von Kaiser Augustus, wenn wir das letzte Bitte schlecht gehen. Geht in eure Geburtsstadt und lasst euch dort in Steuerlisten eintragen. Fangt sofort an, eure Sachen zu packen, ihr müsst dann gleich losziehen. Mach schnell, mach Platz und wir müssen weiter. Josef, das bedeutet, wir müssen bis nach Bethlehem ziehen. Da kommt doch deine Familie her. Du hast mir ja erzählt, dass du von David abstammst und er kam aus Bethlehem. Aber du bist hochschwanger. In deinem Zustand kannst du doch keine 150 Kilometer gehen. Müssen wir wohl. Schau, ich habe schon das Nötigste gepackt. Oh Mann, ich könnte diesen Kreis... Nein, wir müssen auf Gott vertrauen. Ich höre seine Stimme in mir. Komm, lass uns gehen. Josef, wie sollen wir denn hier eine Unterkunft finden? Hier ist es ja proppenvoll. Gut, dass hier gerade kein Virus umgeht. Hier könnte man gar keinen Abstand voneinander halten. Komm, wir versuchen es dort einmal. Dort warten zumindest noch gar keine Leute. Ich klopfe mal. Haben Sie noch eine Herberge für uns frei? Mann, hätte ich das früher gewusst. Ich habe heute Morgen schon das letzte Bett für einen Apfel und ein Ei vermietet. Sie sind aber herzensgut, dass Sie mir, schwangere Frau, noch ein Bett gegeben hätten. Und das für kleines Geld. Wäre jetzt von kleinem Geld. Hätte ich das gewartet und das Bett versteigert, hätte ich das Geschäft meines Lebens gemacht. Komm, Maria, wir gehen. Für den ist Geld anscheinend wichtiger als Menschlichkeit. Haben Sie noch eine Unterkunft für uns frei? Wir sind seit 5 Tagen unterwegs. Meine Frau ist hochschwanger. Sie sehen ja zu kaputt aus, aber für euch geht es leider zu viele. Ich schlafe seit gestern Abend vor dem Herd. Ihr müsst weitersuchen. Papa, ich habe eine Idee. Vielleicht können Sie ja im Stall schlafen. Da haben Sie ein Dach über dem Kopf und ein bisschen Wärme von den Tieren. Das ist eine wirklich gute Idee. Hier draußen ist nämlich sehr kalt. Komm, ich führe euch hin. Danke, Gott segne euch. An dieser anscheinend so trostlosen Nacht passiert es. In einem einfachen Stall. Durch Marias Ja wird Gott Mensch. Seine Liebe bekommt durch Jesus ein Gesicht. Maria bringt den Sohn Gottes, Jesus, zur Welt. Eine stille Nacht, die eine heilige Nacht wird. Das ist meine Lieblingsszene. Auch wenn es nicht so kuschelig war, wie es in den Krippen unter dem Tannenbaum wirkt, auch mit Tieren noch Ziemlichkeit. Und zu essen hatten sie auch nichts. Das Dach über dem Stall war ja kein Lebkuchenhaus. Und dennoch glaube ich, dass Maria und Josef glücklich waren. Wie alle Eltern, die ihr Baby das erste Mal im Arm halten. Ob Maria da schon verstanden hat, wer dieser Jesus einmal sein würde und dass ihr Ja so bedeutsam ist, vielleicht kurze Zeit später, in der Heiligen Nacht, passierte ja noch mehr. Ja, denn in derselben Nacht lagerten Hirten auf einer nahen Weide bei ihren Schafen.
ist das kalt und unangenehm hier. Was gebe ich für einen Raum mit einem prasselnden Kaminfeuer? Wir müssen ja für das Wetter auf die Schafe aufpassen. Und für einen Hungerlohn bekommen wir auch nichts zu essen. Was ist das? Was strahlt da so hell? Ich habe Angst. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Nein, schaut genau hin. Dieser Schein hat etwas Wunderbares, etwas Großes. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch große Freude. Jesus, der Retter der Welt, ist heute geboren. Durch ist er Gott ja zu dieser Welt, weil er sie liebt. Dieses Kind wird alles verändern. Es wird Gottes Reich der Liebe bauen. Er wird in das Herz der Menschen Frieden legen. Und ihr Hirten werdet ihn in Windeln gewickelt in einer Krippe finden. Ehre sei Gott in der Höhe. Friede sei bei den Menschen auf Erden. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Halleluja. Auf einmal waren überall Engel, ihr Glanz strahlte auf und ihr Gesang erfüllte die Luft. Vielleicht erklingt ihr Gesang bis zu uns, vielleicht sehen wir noch ein bisschen vom Glanz. Es wird wieder still, begeistert brechen die Hirten auf und erreichen nach kurzer Zeit den Stall. Maria, ich glaube, wir haben Gäste. Es sind Hirten. Winkt sie herein, Josef. Wir wollen sehen, was sie von uns möchten. Da liegt er, der kleine Retter der Welt, so wie es die Engel gesagt haben. Hört mal, uns sind Engel auf dem Feld erschienen. Sie haben gesagt, dass dieses Kind einmal die Welt verändern wird. Jesus wird uns Menschen Frieden ins Herz legen. Das verändert die Welt. Und ihr redet wirklich von unserem kleinen Jesus? Und alles begann mit einem kleinen Ja. Und mit dem großen Ja von Gott zu den armen Menschen. Noch lange schauten Maria und Josef nachdenklich auf ihren kleinen Jesus. Maria bewahrte alles Gesagte in ihrem Herzen. Viel später würde sie herausfinden, wie sich all dies erfüllte. Ich glaube, Maria hat verstanden, was ihr Ja alles verändert hat. Genau, ein Ja verändert die Welt. Das Ja von Gott und Maria hat diese Welt noch viel mehr verändert als das Corona-Jahr. So genau wie in diesem Jahr habe ich der Weihnachtsgeschichte noch nie zugehört. Eben, Gott sagt Ja zu uns. Auch wenn es schwer ist, wie bei Maria und Josef und bei den Hirten. Vielleicht gab es in diesem Jahr auch gute Dinge, die wir bei all den Einschränkungen, Regelungen und Quarantänebestimmungen übersehen haben. In jedem Jahr steckt die Frage an dein Ja. Willst du Gottes Liebe annehmen und Gott auch in dir Mensch werden lassen? Dir ist ja ein Licht aufgegangen. Du klingst fast wie bei einer Predigt. Die können wir uns jetzt sparen und schnell zum Weihnachtsessen gehen.